Sonnenstraße, La Ruta del Sol, begreift sich eigentlich als Projekt einer Überlagerung von verschiedenen Wegen. Die bekannte oder berühmte amerikanische Reise Humboldts führte ihn vom Süden Kolumbiens über die Anden bis Trujillo immer entlang des alten Inka-Weges, woher der Name Sonnenstraße stammt. Da ich mich vorher mit Alexander von Humboldt beschäftigt hatte, fand ich es sehr interessant, dass es zu einer Überlagerung der Wege kommt, also des alten Inka-Weges, der Forschungsreise Humboldts und letztlich auch dem Weg des Fotografen, als ich dieser Route folgte. City it was, and it's a pleasure to come back, especially when I have this show here, and I'm so pleased the way the photographs look and the way they've been hung, and Helena Van Kors has been beautiful in the way she's presented everything here, and it's, you know, I really, tears come to my eyes when I see some of these photographs, because I remember very clearly when I took each and every one. I mean, they're all, it's 60 years since I took them, and yet I can remember every moment that each picture represents and what I was doing and where I was, and they seem to be sort of part of my family. And I have a large family, you know, even though I don't have any real children, I do have photographs. And I'm hoping that my photographs can be eventually passed on, you know, when I'm not here. They'll be sort of my children that will be here for a long, long time and give people pleasure. I hope for many years to come. Nach Europa, das erste Mal nach Deutschland und das erste Mal geht ja natürlich als erstes nach Frankreich, in die Stadt der Liebe, weil da hatte er so Vorstellungen, wie das da aussehen könnte. Und so hat er seine Zeit, wir reden von 1954 bis 1956, benutzt, um die unterschiedlichsten Länder zu bereisen. Als da wären Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland,